Naja, werde ich ja sehen. Next Sequenz. You must be kidding. Don't let his looks fool you. He's a big old pussycat. Now where? Rouse said he'd be here. Who? Your driver. Rouse is the only one who can get this fella to pull the wain. It won't move a step. Not without Rouse's say-so. Sit tight. I'll see if I can find him. But Yuli! Ja, sie sucht ihn. Ich kann ja schon mal so viel sagen. Wir müssen ihn suchen. Weil sie ihn nicht findet. Wo ist das Vieh? Ach, da hinten. Ist aber auch ein großes Monster. Meine Herren. Ach, da läuft sie rum. Das ist komisch. Paul ist verschwunden, ja. Das haben wir auch schon rausgefunden. Mal gucken, wo ist er? Raul? Ist das er das? Nein. Vielleicht hier hinten einer? Vielleicht der Große da? Oder einer von denen? Nein, Peter und Linus. Delverdorf, Frederik. Ottelhüß. Wer ist das? Raul! Kollege Schnürschuh. Was hast du denn gemacht? Zugesoffen hat er sich. Ah ja. Aha! Rouse, you oaf! Oh, dear me, did I doze off again? Oh. This is where you were hiding? I told you not to be late. Please don't be mad, Miss Yuli. I am so sorry. Now you're all set. Boy, it's starting to get dark. We better haul cask. Okay, Leonard. Like I mentioned before, Rouse here will be driving the Beast Wain. Hello. Happy to assist, Chief. By the way, if I happen to doze off again, kindly wake me up before this beastie remembers I forgot to feed it breakfast and turns me into a late lunch. He's kind of weird, but he gets the job done. Off we go. We? You're coming too? Well, yeah. I wouldn't miss this party for the world. What? You don't want the extra help? Come on. We're late as it is. Ah, Yuli ist der Gruppe beigetreten. Das wird auch diejenige, die meine Heilerin wird. Und Fernkämpferin. Weil Heiler haben nichts an der Front zu suchen. Meiner Meinung nach. Kombos erstellen. Drücke zum richtigen Zeitpunkt X für eine Combo. Mit Hilfe von Befehlen bearbeiten. Unter Kampfeinstellungen kannst du Befehle zu einem einzigen Angriff aneinander rein, der als Combo bezeichnet wird. Kombos brauchen zusätzliche AC, aber sie können im richtigen Moment für gewaltige Angriffe sorgen. Effektive Kombos erstellen. Verwende Kombos erstellen. Kombos Tab unter Befehle bearbeiten. Jede Fähigkeit mit blinkendem Symbol kann zu einer Combo verbunden werden. Wichtige Informationen zu Kombos. Du kannst innerhalb einer Combo eine Fähigkeit nur einmal verwenden. Mit Ausnahme Elementarmagie kannst du innerhalb einer Combo nicht mehr als eine andere Fähigkeitskategorie wechseln. Kombos dürfen deine maximale Gesamtmenge nicht übersteigen. Also wir sehen da, Einhänder zu Einhänder geht, Einhänder zu Magie geht, aber nicht Einhänder zu Zweihänder. Gesamtsumme der Attribute. Übersteigt der Wert eines Attributs in einer Combo 10, teilst du mit diesem Attribut einen zusätzlichen Angriff aus. Die Gesamtsumme eines Attributs überträgt sich ebenfalls auf die jeweiligen Attribute deiner ausgerüsteten Waffe. Also experimentier ruhig etwas herum. Okay.
Ich muss aber erstmal hier zum Speicherstein. Ich will jetzt nicht speichern, ich möchte einfach nur Gegenstände. Ich habe noch den Hickory-Bogen. Den bekommt nämlich Juli. Oder Jule. So, Kampfeinstellung. Für Lennart haben wir da irgendwas Neues? Nein. Aber für mich haben wir was Neues. Nämlich unter Schwarzmagie. Und Leuchtfeuer. Da müssen wir Juli erst noch ein bisschen... Ach, Messer, was mit dir denn mit dem Messer? Kostet einen Bogen. Hotpants. So, müssen wir ihr noch ein paar Fähigkeiten beibringen. Aber erstmal heilen kann sie. Wunderschön. Wenn sie heilen kann, dann können wir ihr... So, Bullseye. Doppelpfeil, auch gut. Dreifachpfeil ist auch sehr gut. Bogenmeister. Nadelfalkenauge. Ja, Zielfertigkeit. Präzision plus. Präzision für den nächsten Angriff des Nutzers. Ja, das nehmen wir doch mal. Das wäre doch super, wenn sie auch noch... Gift ist natürlich auch super. Nehmen wir Gift. Gift ist gut. Ah, jetzt müssen wir ihr das noch alles... da oben reinsetzen. Okay, heilen hat sie drin. Wir brauchen aber... Stich. Einsetzen wir mal ans Ende. Und heilen. Strategie auf. Vorrangig heilen. So, da haben wir unsere Healerin. Und da kann es losgehen. Können wir den ganzen Weg wieder zurück. Und nebenbei noch alles tothauen, was da ist. Wenn mal viele Gegner auf den Haufen sind, dann probiere ich mal meine Feuermagie aus. So, komm her, die schau ich kaputt. Ja, dass die NSCs von alleine angreifen. Nein, die müssen erst immer warten. Feuerball! Und bumm! Naja. Was macht denn die Feuerlanze? Das würde mich auch mal interessieren. Und... Uiuiuiui. Okay, das hat Schaden gemacht. Miss Julie, watch out for that pile of... Aber es zieht verdammt viel MP. Hab nämlich keine mehr. Und der Hieb ging ins Leere. Naja, ist ja auch wurscht. So, können wir jetzt noch ein bisschen Kabams machen. Mach bei dem. So. Ich glaube, das Leuchtfeuer... Ach ja, stimmt, das ist gegen mehrere. Ah, die fängt an zu einiges. Danke sehr. An die gute Frau. Ja, der Speed ist gleich auch im Eimer. Wenn ich nicht mal wieder am Schlafen bin. Komm, steh auf, du Pfeife. So, das hast du jetzt davon. Lässt du wohl unsere Miss Julie in Ruhe? So, und weiter geht's. So, wo sind die nächsten Gegner? Und wenn der Wagen geschrotet wird, haben wir ein Problem. War alles umsonst. Und ich persönlich habe keine Lust auf Game Over Bildschirm. Nicht schon wieder. Einfach machen wir den Polkaner fertig. Den Polkatänzer.
Ja, natürlich macht das mal wieder keinen Schaden. Ah, danke an Juli, an meine helfende Heilerin. Und ein weiterer Vespeed. So, mal wieder Zeit für ein Level Up. Schon wieder einiges platt gemacht hier. Zumindest für Juli wäre es mal Zeit. Was für ein Break? Ich break dich gleich. Gibt keine Pause. Wir machen auf. Ah, so, Level Up. Und Juli auch. So, wir müssen hier hoch. Soweit ich richtig informiert bin. Yep, bin ich. Aber erstmal müssen wir Fähigkeit erlernen. Fangen wir mal mit Leonard an. Er könnte noch ein bisschen... Hier, Krieger 3. Stiller Stoß, Hüterhaltung, Krieger 4. Agi Level 3, Geschicklichkeit Level 3. Ja, das dauert aber noch. So, was ist denn Wächterhaltung? Abwehr plus Angriff minus... Giftstoß. Machen wir ihn mal ein bisschen zur Giftspritze. Und einen Helmknacker. So, hier kommen wir noch Eisgeschoss. Wasserschaden. Nee, ich bin mehr für Feuer. MP plus. Nö. Machen wir mal TP plus und Stärke plus. Ich habe Juli vergessen. Wie konnte ich nur? So, Agi und Guess. Für mehr Crit und schnelleres Handeln. Ah, bevor ich es vergesse, die Kampfeinstellungen. Er hat ja was Neues dazu bekommen. Nämlich den Helmknagge und den Giftstoß. So. Und weiter geht's. Mit dem fröhlichen Gemetzel. So, jetzt haben wir auch schon 100 Lebenspunkte. Eieiei, TP 100. Ja, umso mehr halten wir aus. Und ein bisschen mehr Schaden machen wir auch. Ich will jetzt unbedingt mal das ausprobieren. Und... Wusch! Da bringt noch was in der geraden Linie. Okay. Wenn es nur was in der geraden Linie bringt, ist auch schon wieder scheiße. Oh, Sequenz. Mal gucken, was da passiert. Wait. Something's wrong. What is it? What's wrong, Chief? You don't hear that? Hmm? Es ist still. Oder auch nicht. Oh shit. Damn it. It must have smelled the wine. Oh no. What do we do, Chief? We fight. Yeah. Ja, und haben auch schon unseren ersten Boss, den Troll. Naja, ob man das wirklich als Boss bezeichnen kann. Oh, der soll mich jetzt bloß in Ruhe lassen. Der soll den Feind in Ruhe lassen.
Aua, aua, aua. Oh, wie gut, dass sie heilt. Ja, ich mach kaum Schaden bei dir. Aber Juni macht genauso viel wie ich. Was macht Leonard? Wenn er überhaupt mal was tut. Troll ist bewusstlos. So einen auf den Stier gekloppt. Ah, jetzt ist er down. Jetzt können wir da richtig Schaden machen. Los, hau drauf. Umso eher ist er weg. Jawohl, das war's. Baumfell. Krabbens. Well, we survived, and it looks like the wine is okay too. Oh, nice going, Chief. I thought I'd nap my last nap for sure. Nah, the three of us can handle one little troll. It's Rapace I'm scared of. Let's move. Right.